Aus den Augen, aus dem Sinn. Kennst du dieses Sprichwort? Was hat das mit unserem Erfolg zu tun? Kurz vorneweg, wenn du eine Beziehung beendest oder jemand anderer be beendet die Beziehung, welcher Tipp bekommt man meistens von Freunden? Wirf alles weg, was dich an ihn oder an sie erinnert. Bilder weg, Armband weg. Und zwar aus den Augen, aus dem Sinn. Es geht viel einfacher, wenn wir nicht dauernd erinnert werden an eine Person, die uns vielleicht fehlt oder mit der man gerne zusammen wäre, wo es einfach nicht mehr ist. Und so verhalten wir uns mit dem Erfolg. Was wir nicht sehen, können wir nicht erreichen. Du kannst das ganze Spiel umdrehen. Du kannst es, was wir nicht haben möchten, geht weg von unserem Leben. Was wir haben möchten, von dem, was wir mehr möchten, das richten wir ein, stellen in unseren Fokus, dass wir das sehen. Umso mehr wir das sehen, umso einfacher kommt es in unser Leben. Daher arbeitet man ja oft mit diesen Vision Boards oder mit Tagebüchern. Das ist so wichtig, deine Gedanken daraus zu bringen, dass wenn ich dich jetzt treffe, so ganz kurz und ich frage dich, was sind deine Träume, was sind deine Ziele, dann kannst du mir in Sekunden, hast du das Bild vor Augen und ja, meine Reise dorthin, mein Haus, mein Ding, ich möchte Sängerin werden, Schauspieler, egal was es ist, du siehst es. Also aus dem Augen, aus dem Sinn, drehe dieses Sprichwort um und erstelle dir dein. Das ist meins. Buch, Vision Board, du siehst, ich klebe raus, ich stelle mir das zusammen. Momentan am liebsten bei Canva. Ich arbeite gerne mit Canva, kannst aber bei Google Docs auch. Ich mag das gerne, weil du hast es dann auf dem Handy, auf dem Computer, überall eigentlich. Und dann nehme ich immer das Format von einem Telefon, so dieses Format von einem Reel und erstelle pro Seite meine Träume, Wünsche. Das, was ich sehen will, was ich haben möchte. Und das empfehle ich dir, dass du wirklich das lernst und mit dem weiter umgehst. Dann achte auf die Formulierungen. Sag nicht einfach nur, ja, ich will mehr Geld. Ja, ich möchte erfolgreich sein. Ja, ich möchte ein großes Haus haben. Detail, 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 Detail. Du musst dich zuvor entscheiden, was du willst. Und das finde ich wahnsinnig schwierig, gerade zum Beispiel bei einem Traumhaus. Wenn du dann beginnst, so zu suchen, also wenn ich raussuchen möchte, was ist mein Traumhaus? Ach Mann, mir gefällt dies, mir gefällt es am See, am Meer, in den Bergen. Bin ein bisschen vielfältig. Und da ist es halt wirklich wichtig, dass du da in eine Richtung gehst, dass du dich festlegst und sagst, okay, zuerst mal möchte ich so in so einem Haus wohnen oder in einer solchen Wohnung. Als ich ausgezogen bin von einem Haus, ich war immer in so Häusern, eher relativ alten Häusern, viel Arbeit immer, ist toll, ist schön, wenn man gute Partnerschaft hat und unterstützt wird, dass man ja halb-halb kann machen. War bei mir halt nicht so. Also ich bin dann ausgezogen und mein Wunsch war für den ersten Moment eine Wohnung. Ich sagte mir, ich habe keine Zeit für den Garten. Ich liebe den Garten, ich liebe alles rundum, aber es braucht einfach seine Zeit. Ich hatte die momentan nicht. Ich wollte sie nicht dafür nutzen. Wir können ja immer entscheiden, für was wir die Zeit einsetzen möchten. Ich sagte mir, nein, ich möchte Vollgas geben mit diesem Projekt und diesem Projekt. Und dafür ist mir der Garten zu viel. Ich möchte eine Wohnung, ich möchte im Dorf bleiben, wo ich bin, mit einem riesengroßen Fensterfront, dass ich da raussehe. Aber ich möchte nicht oberhalb wohnen. Ich möchte nicht mit dem Auto hoch. Ich will in der Nähe von öffentlichen Verkehrsmitteln, einfach zum See mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Ich möchte alles in Fußnähe einkaufen können. Du glaubst es nicht? Nein. Ja, ich habe das dann ausgeschnitten, habe mich entschieden. Ich habe Fotos da drin, meine Fensterfront, wie ich da raussehe. Und das Witzige ist, oder halt eben das Spezielle, in unserem Dorf gibt es eigentlich keine solche Hochhäuser mit so Fensterfronten oder sowas. Wir haben viele Einfamilienhäuser, so traditionelle Steinhäuschen. Wo, also, ja nun, okay, ich schreibe es einfach mal rein. Und als ich dann begann zu suchen, also begann zu suchen, ich habe zwei Objekte, also ein Objekt kam sofort, ich schaue es an, Fensterfront, wo? Zwei Straßen weiter. Ich habe diesen Block noch nie aufgenommen, gesehen, dass diese Aussicht, das ist völlig an der Hauptstraße, weil man sieht es von der anderen Seite her und versteht nicht, dass von der anderen Seite, von der Seeseite her, wunderbare Aussicht mit Fensterfronten. Genau das, was ich wollte.
Dasselbe mit der Tochter. Ich wollte mit ihr, oder ich wollte, dass sie, oder ich, wir, zusammen, dass sie nach Amerika in die Schule geht. Wie finanzieren? Dann kam Covid dazwischen, Impfung, wir wollten, aus Herausforderungen, ging alles nicht, Finanzen. Tja, und dann aus heiterem Himmel kam eine Nachricht wegen einem Stipendium und dann kam alles ins Fließen. Tja, und sie ist momentan in Amerika. Also du siehst, wir müssen wissen, was wir wollen. Und da ist ein bisschen mein Ding, was ich falsch gemacht habe. Ich habe zu klein geträumt. Okay, ein bisschen da, ein bisschen da. Also wenn du schon Wünsche hast, na hallo bitte, dann mach sie bitte riesengroß. Klar, wir müssen nachher auch den Plan dafür setzen, wie kann ich das erreichen? Was will ich dafür tun, um das zu erreichen? Ich kann nicht ein Schloss erträumen, wenn ich nichts dafür tun will. Klar, man muss natürlich nachher das erbringen oder mit dem arbeiten. Aber einfach so für dich, überleg dir wieder mal, okay, was will ich? Halte das vor Augen, mach in der Küche überall deine Wünsche hin, was ist dir wichtig? Und der dritte Punkt, deine Aussprache, achte darauf, wie du das aussprichst. Dass du nicht den ganzen Tag darüber, also, wir Frauen oftmals so, ah, ich nehme sowieso nie ab, jetzt bin ich 50, abnehmen ist noch viel schwerer als vorher, wie soll das gehen, mein Körper mag nicht mehr so, Überall haben wir diese ich sage jetzt mal Ausreden, ich auch, bis ich dann wieder aktiv mir zugehört habe und gesagt, Nadja, wie sprichst du mit dir? Dreh diesen Spieß wieder um. Klar, auch wenn ich 50 bin, mein Metabolismus der arbeitet gut, ich kann wieder essen, was ich will. Einfach deine Aussagen, wie wir mit uns selber sprechen. Ich bin schön, ich bin hübsch. Und zwar nicht einfach so Floskeln, sondern ja, ich freue mich an mir. Schau dich an, was sind die schönen Dinge an dir und konzentriere dich auf das. Konzentriere dich darauf, was du haben möchtest, wie du mit dir sprichst, wie du mit anderen sprichst, wie du in der Familie sprichst. Achtet selber auch darauf, also meine Kids sind auch darauf programmiert, wenn ich mal etwas zu lästern beginne oder sowas, dann kommt schon die jüngste Tochter und sagt, Mami, ich will nichts hören, nein, und die, ach ja, stimmt, stimmt, nein, nicht, nein, tun wir nicht, machen wir nicht. Also, dazu das Ritual vielleicht wieder mal erinnern, mit aufnehmen, auch zu Gott, Universum, wie auch immer, beten und meditieren. Was ist was? Zu beten. Sprich es aus, sprich mit Gott, sprich mit dem Universum, sprich mit dem Allerhöchsten. Teile deine Gedanken, deine Wünsche, teile es mit, meditieren, nimm deine Zeit und höre zu. Höre zu, was kommt auf dich? Wo sind die Antworten? Du kannst am Morgen, wenn du aufstehst, fragen. Ach, lieber Gott, sag mir, was soll ich heute tun? Wie kann ich das? Du kannst jammern, du kannst fragen, für das sind Gebete da. Aber nachher auch, okay, ich werde zuhören. Sag mir, okay, ich höre, ich achte darauf, ich lerne mehr auf mich zu hören, auf meine Intuitionen zu hören. Das sind alles Nachrichten. Übungssache. Immer wieder einfach als Erinnerung. Oh, tja, das ist. Und ich wollte dir nur noch erinnern, was hat der Mama gesagt? Und es werde Licht. Und es werde Licht. Aussprache. Es wurde gesprochen. Es wurde gesprochen. Es ist nicht einfach passiert. Und es, das Wort. Es wurde gesprochen. Also achte wirklich auf dein Wort. Was kommt da raus? Wie sprichst du mit dir selber? Bis zum nächsten Mal.